Leute, heute möchte ich diese Theraphosa apophysis mit euch umtopfen, aber fürs Umtopfen einer einzelnen Spinne in eine Box. Und warum, weshalb, wieso, da brauche ich euch eigentlich nicht. Aber ich möchte euch währenddessen gerne erzählen, warum ich etwas angefressen bin. Dunning-Kruger-Syndrom, Binos, verdreckte Linsen, kaputte Binos, fehlende Selbsteinschätzung, was auch immer, spielt gleich hier die Rolle. Es gibt nämlich einen Grund, warum ich jetzt nochmal zu einer weiteren Theraphosa apophysis gekommen bin, wobei ich doch schon einige habe. Zumindest hatte ich, wollte ich zwei Mädels haben. Und jetzt habe ich wieder zwei Mädels. Und warum das so ist, erfahrt ihr gleich. Denn wir packen sie jetzt erstmal aus und um. Und dabei erzähle ich euch so etwas zum Hintergrund. So, wir haben hier die Theraphosa apophysis, die ist schon herangewachsen. Ne? Welche Apophysis ist nicht herangewachsen? Ich habe hier eine Actiondose. Ich werde das Ganze minimalistisch halten aus einem ganz bestimmten Grund. So, aber erstmal dazu. Warum bin ich zu diesem Tier gekommen? Wir werfen hier mal einen Blick rein. Theraphosa, Mensch, ich habe morgen ein Meeting. Ich hoffe, ich komme gut bei weg. Ich habe jetzt keinen Nerv gerade. Auf Handschuhe, hier seht ihr sie. Ich hoffe, das Licht reicht erstmal bis hierhin aus. Das Tier herangewachsen, hierfür erstmal in Ordnung. Noch eine Haut. Ich möchte sie erstmal richtig sichten. Ich habe ein Terrarium erstmal so für die weitere Aufzucht mit 30x40. Kallax-Regal passt das rein und 30 hoch, da kommt sie rein. Und ich habe jetzt erstmal hier diese Actiondose. So, warum bin ich zu diesem Tier gekommen? Hol jetzt nebenbei mal kurz Erde. So, ich habe jetzt hier schon Erde eingefüllt. Das hier ist eine Box, die ist 30 mal, ich glaube 20 mal 25 oder so. Ich muss mal kurz drunter schauen. Hier steht 20 gerundet, 30, 20, 20, 30, 20. Die ist natürlich relativ klein. Warum packe ich die erstmal hier rein? Das Terrarium mache ich jetzt erstmal fresh. Ich habe mich heute dazu entschieden, dass ich den Boden da rausnehme, neu aufarbeite. Es ist ein geimpfter Boden mit Bodenpolizei und allem drum dran. Warum habe ich dieses Tier hier? Ich stelle sie mal hier rein. Vielleicht kommt sie dann auch alleine raus. Oh ja, die ist schon etwas größer. Jetzt besorge ich nochmal schnell einen Deckel, bevor sie doch durchstartet. Falsche Reihenfolge, Dennis. Immer erst zum Deckel greifen. Aber nach so einem Tag wie heute verlassen einen auch so ein bisschen die guten Geister. So, hier ist der Deckel. Ja, ich packe ihn immer hier so quer rüber. Das ist die Dose. Also den Längsdeckel quer rüber, da wo sie hinlaufen soll. Dann nehme ich eine Pinzette und schubse sie raus. Das mache ich jetzt mal. Ich wollte dieses Tier eigentlich, na, seht ihr, die ist schon ein bisschen durchgestartet. Die Flusen kommen mir entgegen. Oh, ich lerne es auch nicht. Ich lerne es auch nicht. Ich wollte dieses Tier jetzt eigentlich gar nicht kaufen, weil ich mir ja gesagt habe, ich wollte von jeder Theraphosa eigentlich eine haben. Dann habe ich aber gesehen, dass ich mich nicht trennen kann. Ich habe gespürt, dass ich mich nicht trennen mag von den Tieren, die ich zum größten Teil selber aufgezogen habe. Kann ich sie mal hier irgendwie besser ins Bild holen? Ne, andersrum. Muss mal ein bisschen weiter runterziehen. Ja, das ist natürlich jetzt eine Apophysis wie aus dem Bilderbuch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass sie nicht durchstartet. Sorry, dass ich jetzt gerade so unterbrochen bin. Ich schneide es nicht raus. Ihr könnt das ruhig sehen, dass das jedes Mal ein spannender Moment ist. Und ich damit auch kämpfe. Ne? Also es geht nicht alles leicht von der Hand. Ja, sie sitzt hier hinten, die Flusen, die sieht man jetzt da. Ich versuche sie nochmal ein bisschen hier vorzuholen. Dann seht ihr sie richtig. Genau. Warum habe ich dieses Tier jetzt? Ich habe 2019 Tiere gekauft, mehrere, und die waren damals mit einem Bino bestimmt worden. Ich habe mich darauf verlassen, ich verlasse mich immer darauf, weil ich denke immer so, Mensch, wenn einer so selbstbewusst ist, auftritt und so bla, dann ist das alles gut. Ich kann euch sagen, dass alle Tiere Männchen gewesen sind. Woher ich das weiß, weil sie sich jetzt als Männchen entpuppt haben.
Und ich hatte noch ein Tier weitergegeben an einen Bekannten. Und der meldete sich auch schon zwischendurch. Der hat dann die Haut selbst unter das Bino gelegt, viel später, 2, 3 Häute später. Und hat gesagt: Ey, Dennis, das ist ein Mann. Ne? Ich sage: Sorry, Mann, ich wurde mir versichert, das sind Weibchen. Ne? Beste möglich. Ne? Und auch kein Vorwurf an der Stelle, aber wenn mehrere Tiere, die durchs Bino gegangen sind, plötzlich nicht weiblich sind, so wie man es eigentlich besprochen hat, dass da mal ein faules Ei bei ist, das verstehe ich alles. Aber hier in dem Fall sage ich, das kann kein Zufall sein. Und das hat mich im Nachhinein etwas geärgert, weil es mir mal wieder gezeigt hat, ne, kauf am besten da und ordere über Leute, wo du hundertprozentig sicher bist. Ne, und damit tut man jetzt natürlich vielen auch Unrecht. Ne, das tut jetzt auch nicht Not letztendlich. Aber als solches kann ich euch sagen, nervt das schon extrem. Ne? Und ja, deswegen habe ich dieses Tier jetzt gekauft, die jetzt langsam hier herumschleicht. Die soll aber nicht gleich abhauen, deswegen bin ich hier schon mit dem Deckel so ein bisschen. Ja, weil ich gesagt habe, ich möchte von jeder Theraphosa eine haben, eine Styrmi, eine Apophysis, eine Blondie. Und ich habe 2 Blondies gehabt, ich habe 2 Styrmis gehabt und ich habe augenscheinlich auch für mich 2 Apophysis gehabt. Und ja, das sind halt Männchen. Und da habe ich gesagt, okay, dann besorge ich mir jetzt noch welche. Und habe mir schon mal ein Weibchen besorgt, ein kleines, und das ist hier ein etwas größeres. Und werde da bei Gelegenheit auch selber drunter schauen. Bei der Größe sieht man das schon relativ gut. Ich habe jetzt aber hier keine Bedenken, aber ich mache es jetzt einfach für mich. Ja, und ich habe auch vorher nie drunter geschaut. Ne? Ich habe das Tier aufgezogen, ich habe da nie drunter geschaut, auch wenn der an der Scheibe hochstand oder so. Ich habe da nicht drauf geschaut. Ich habe da einfach gesagt, das ist ein Weibchen. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich da nochmal nachschauen muss. Ne? Jetzt muss ich hier nochmal kurz einen Ping geben. Ja, jetzt seht ihr hier, startet durch. Ne? So, da ist er wieder. Und da habe ich, wie gesagt, nie irgendwie die Gedanken angestellt. Und deswegen zieht die Tiere auf, ja, wenn ihr ein Weibchen haben wollt, kauft es dort, wo ihr sicher sein könnt, dass es ein Weibchen ist. Kauft es in einer Größe, wo ihr es selber gut sehen könnt oder selber, wenn ihr ein Bino habt, legt es da drunter. Ja, verlasst euch nicht auf andere. Mich hat es geärgert. Und deswegen bin ich jetzt dazu gekommen, dass ich mir zu meinem bisherigen Apophysis-Weibchen noch ein Apophysis-Weibchen gekauft habe, dieses hier, um entsprechend natürlich dann auch da 2 Weibchen zu haben und dann passt das alles so, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe jetzt aktuell inklusive Goli, ja, 6 Styrmis sitzen. 2 davon sind meine Mädels. Mal gucken, was Goli wird. Ich wünsche mir, dass Goli ein Mann ist und so seine Geschichte dann auch irgendwann ein Ende hat. Im Endeffekt hat jede Spinne ihr Ende irgendwann. Aber der Grund ist, dass ich gesagt habe, okay, wäre cool, wenn das ein Männchen ist und wir ihn nachher mit jemand anderen verpaaren können und in dieser Goli-Serie dann auch irgendwann Golis Nachkommen eine Rolle spielen. Das wäre cool. Wenn es ein Weibchen ist, bleibt sie natürlich. Ich habe die anderen Styrmis, ne, wo ich auch gesagt habe, wenn das sollen Männer werden, bestmöglich. Wenn das Mädels sind, findet ihr sie dann auch auf meiner Seite www.tinybellums.com oder irgendwo im Anzeigenmarkt und. Ne. Also just in diesem Moment, Theraphosa apophysis, habe ich mal wieder einen Mann sitzen. Ich könnte adulte Mädels hier haben, 5 Stück, ne, damit könnte ich alle versorgen zur Zucht. Zucht versuchen, ne? Nur, dass man Mann hat, heißt nicht, dass es auch klappt. Nervt mich etwas, das Thema. Und das ist der Grund, warum ich jetzt erstmal hier minimalistisch vorangehe. Ich werde das Tier jetzt bis zur nächsten Häutung hier drin lassen. Höhle, Substrat, das feuchte ich gleich noch an. Die soll aber erstmal hier reinkriechen. Die wird dann hier Platz nehmen. Und wenn sie gehäutet ist, dann würde das hier immer noch ausreichen. Ja, aber das soll sie jetzt erstmal nutzen. Und in der Zeit mache ich das Terrarium fresh, werde das ein bisschen bepflanzen und einlaufen lassen. Und jetzt hier, die sieht aus, die Häutung, die letzte ist wahrscheinlich schon ein Stück her.
soll sich hier drin häuten und dann werdet ihr bei Gelegenheit auch wieder ein Update bekommen mit dem Hinweis dieser Geschichte dahinter. Es nervt mich und sorry, dass ich euch hier so voll quatsche, aber ich finde es einfach ätzend und ich finde, so ein Wissen gehört auch irgendwie mal geteilt, weil ich sehe ja regelmäßig, ich will nicht sagen täglich, aber regelmäßig in den Gruppen, besonders auch in der Tiny Venoms Gruppe, ja, ist so ein Fall bekannt. Lasodora parurbana bekommen, einfach losgeschickt bei Temperaturen ohne Absprache. Das Tier ist angekommen, war tot. Dann kriegt man ein Tier mit 6 cm, 5 cm Körperlänge. Soll ein Mädchen sein. Und was ist es am Ende? Ja, ein Männchen. Ne? Also auch die läuft halt vieles verkehrt. Und das ist halt sehr schade. Und wenn man nicht darüber spricht, dann wird man nicht sensibilisiert und nimmt die Dinge immer so hin, wie man sie nimmt und fertig. Und das finde ich halt irgendwie doof. Und deshalb, ja. Also ist umgezogen, kommt kein Grün rein, bleibt erstmal hier sitzen. Feuchtigkeit gebe ich zu. Dann wird es die Tage mit ja, mit einer Schabe, fast ausgewachsene Schabe, gefüttert und dann wird man mal schauen. Ne? Also Theraphosa apophysis, deswegen habe ich gerade wieder eine weitere hier am Start. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Geschichten gerne mal in die Kommentare. Ich lese unwahrscheinlich aufmerksam die Kommentare, jeden Kommentar. Ihr merkt auch, dass ich immer drauf reagiere, wenn es nett geschrieben ist, interessant geschrieben ist, ich Verständnis habe, gibt es immer ein Herz. Ja, verteile ich immer so eine Aufmerksamkeit. Dann wisst ihr, ich war da in dem Moment dran. Ihr kriegt ja dann auch eine Nachricht. Ne? Das finde ich mal ganz nett, dass man so gegenseitig ein bisschen spürt, dass da jemand ist und auch reagiert, dass das ein Mensch ist. Und genau, da bin ich auf eure Geschichten gespannt, was ihr da schon erlebt habt. Kleine Anekdote noch in einem Satz. Ihr erinnert euch an die Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe. Ich habe 6 Xenestes Imanes geordert, unbestimmten Geschlechtes. Ich habe 5 geliefert bekommen und alle 5 waren männlich. Schlechter Schnitt, aber ich habe sie unbestimmt gekauft. Also von daher muss man dann auch zufrieden sein, wenn es Männchen sind. Ist aber eine krasse Quote. Ihr versteht, was ich meine, ne? Hatten auch 2 cm Körperlänge. Das hat auch nochmal einen Beigeschmack. Whatever, es ist, wie es ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr bleibt gesund, werdet gesund. Wir lesen uns in der Community. Seid immer artig und nett miteinander und bis zum nächsten Mal.